Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich habe heute die neue Natasha Denona Valentinstags Mini Love Love Collection, wie auch immer das Ding heißt, hier für euch. Ich habe alles mit meinem eigenen Geld gezahlt. Das heißt also, mein Herz blutet, mein Konto hat geweint. Aber ich mache das gerne für euch. Denn ihr kennt meinen Spruch, um zu wissen, wie gut die Drogerie ist, muss ich wissen, wie gut wirklich die High-High-End-Produkte sind. Auf der anderen Seite, liebt ihr meine Natasha Denona-Videos? Keine Ahnung warum. I stand. Vielen Dank. Das letzte Natasha Denona-Video, wo ich die Bronze-Kollektion euch vorgestellt habe, kam richtig gut bei euch an. Deswegen habe ich für euch keine Kosten und Mühen gescheut und euch die komplette Kollektion bestellt. Die besteht aus 3 Teilen. Ich habe alles gekauft und habe um die 100 Euro. Pi mal Daumen liegen gelassen bei Sephora. Ich weiß nicht, ob es die Sachen noch gibt. Falls ja, setze ich euch den Link einmal unten in die Infobox. Und wir werden heute etwas schminken. Ich habe auch ein Inspirationsfoto. Dieses wunderschöne Model mit diesem wunderschönen Look. Das werden wir heute nachschminken und wir probieren die Produkte aus. Ihr wisst, ich bin eher so Team Günstmaus, Drogerie. Auf der anderen Seite ist es aber doch auch schon mal ganz schön, so ein teures Produkt einfach zu besitzen. Ich finde, das hat einfach dann nochmal einen ganz, ganz anderen Stellenwert. Und das Packaging, Freunde, ist bei Natasha Denona Next Level. Ihr wisst, ich habe viele Face-Paletten von Natasha Denona, mehr als Lidschattenpaletten. Und unter anderem durfte dieses Schätzchen hier einziehen. Und das ist das Love Cheek Duo mit einem Cream Blush und einem Highlighter. Und das hat hier wie so ein kleines Wasserspiel mit drin. Freunde, ihr wisst, ich bin ja gerade in der Firmengründung, beziehungsweise wir sind gerade durch. Und wenn ihr wüsstet, was Packaging kostet, was nicht standardmäßig ist. Ich kann mittlerweile verstehen, wie Preise mehr zustande kommen. Nicht alles ist gerechtfertigt. Einige Sachen sind einfach krass. Und das ist ein wunderschönes Packaging. Ihr seht, ich habe noch nichts im Gesicht. Liegt daran, dass hier einfach ein Cremeprodukt drin ist. Und wir werden jetzt einen Look in mein Gesicht schminken und hoffen, dass das Ganze hier gleich ein bisschen besser aussieht, als es das tut. Falls ihr neu seid, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Damit unterstützt ihr mich wirklich am meisten. Wir schaffen es dieses Jahr, wenn wir alle gemeinsam dafür arbeiten, auf die 100.000. Und das ist ein ganz, ganz großes Ziel von mir. Und ich weiß, dass ihr mich damit unterstützen könnt, wenn ihr einfach den Abonnieren-Button drückt. Ihr seht, ich habe noch nichts im Gesicht. Wir machen uns jetzt mal schnell eine Foundation ins Gesicht. Ich benutze dazu, ehrlich gesagt, im Moment total gerne diese Elf Foundation. Ich habe sie euch neulich schon gezeigt. Sie ist ein bisschen dunkel, deswegen mische ich einen Spritzer von der Charlotte Tilbury Airbrush Flawless Foundation mit rein, die ist nämlich extrem hell. Ihr seht den Farbunterschied, also it's a lot. Ne? Meine Farbvariation in diesem Gesicht ist das und das. Ich mische mir das Ganze mal so ein bisschen an und ich benutze im Moment sehr, sehr gerne diesen Heavenly Luxe Complexion Perfection Brush von IT Cosmetics. Der gleitet richtig, richtig schön übers Gesicht und ihr werdet sehen, wie schön die Foundation gleich in meinem Gesicht aussieht. Ich finde auch, ab und zu kann man sich ja auch mal was gönnen und ab und zu ist es auch einfach mal ganz spannend zu sehen, wie funktionieren High-End-Produkte im Moment, wie ist so die Lage in der Branche und wie sieht es in der Drogerie aus. Und ich weiß, dass viele von euch auch ab und zu wirklich mal dann auf etwas hinsparen. Und da sehe ich mich einfach dann in der Position, euch sagen zu können, das lohnt sich, da könnt ihr euer Geld investieren und da könnt ihr es vielleicht lieber sparen. Solange ich eh keine Dupes zu neuen Produkten habe und die Produkte gut sind, sage ich, wenn ihr die Möglichkeit habt, könnt ihr das natürlich kaufen. Ich schwöre euch aber, in einem Jahr gibt es eine gute, günstige Drogerieversion dazu. Und das sind ja jetzt auch keine krassen neuen Formulierungen hier. Worauf ich sehr gespannt bin, ist der Lippenstift. Denn ich habe noch nie ein Natasha Denona Lippenprodukt benutzt. Und ich habe wirklich vieles, vieles Gutes gehört. Auf der anderen Seite bin ich aber auch so ein bisschen skeptisch. Denn ich denke mir, also so eine Lidschattenpalette, die trage ich wirklich den ganzen Tag, wenn die Lidschatten gut sind. Blush Highlighter hält eigentlich auch den ganzen Tag. Liquid Lipsticks, im Idealfall halten sie auch den ganzen Tag, aber ein Lippenstift, der klassische Lippenstift, den esse ich. Und Girls and Boys, das ist ein sehr, 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 sehr teurer Snack. Wir machen ein bisschen Cream Contouring, dazu benutze ich diese große Sculpt & Glow Palette von Natasha. Die war auch recht teuer, die ist aber wirklich gut. Also ich habe sie jetzt ein bisschen öfter benutzt und ich mag die Farben sehr, sehr gerne, denn die sind nicht so klassisch langweilig. Und sehen sehr, sehr schön auf der Haut aus. Ich blende mir die Cream-Konto-Farbe einmal direkt schon mal hier hin. Und ihr seht sofort, das ist ein sehr, sehr weiches Finish. Und schmiegt sich so ein bisschen an die eigene Haut, beziehungsweise auch an die Foundation an.
Was ich bei den Natasha Denona Produkten sehr, sehr gut finde. Und das ist so ein Punkt, wo ich sage, okay, das ist ein Argument, um zu sagen, okay, Natasha Denona Produkte sind gut. Die sehen wunderschön, auch auf der trockensten, nacktesten Haut aus. Also wenn ihr keine Foundation habt, keine Pflege, kein gar nichts, sehen die Creme-Produkte von ihr immer noch sehr gut aus. Die Puderprodukte hier, also diesen Highlighter-Ton hier und hier, benutze ich gar nicht. Ich benutze auch nicht den Cream-Contour-Ton, den Cream-Highlighter-Ton und den Cream. Also ich benutze eigentlich nur die beiden in der Mitte. Den Rest benutze ich nicht so gerne. Ich finde, da habe ich bessere Alternativen, die auch ein bisschen günstiger sind. Ansonsten könnt ihr aber auch zu den Fenty Cream Produkten greifen. Ich habe persönlich aber auch noch kein günstiges, gutes Drogerie Cream Contouring, Cream Bronzing Produkt gefunden. Falls ihr da eins habt, lasst es mich doch gerne in die Kommentare einmal wissen. Während mein Concealer so ein bisschen antrocknet, damit wir da die Deckkraft erhöhen können, zeige ich euch nochmal das Packaging hier von NARM. Wir haben hier zwei Farben drin. Das Ganze hat knapp 50 Euro gekostet, was ich sehr, sehr gut bei Natasha Denona finde ist. Ihr seht diese Löcher hier. Das ist gemacht, um Make-up-Artists und Artistinnen die Möglichkeit zu geben, die Produkte aus den Verpackungen zu depotten und so eine große leere Magnetpalette zu machen. Es ist für Make-up-Artists immer sehr schwierig, viele einzelne Produkte so mitzunehmen. Sie packen sich dann lieber eine große leere Palette, Z-Palettes heißen die, glaube ich, und depotten das dann und packen das dann da rein. Oft ist es so bei Lidschatten oder Highlighter oder Blushpaletten, dass um die rauszukriegen, musst du mit einem Spatel die Fältchen rausbrechen. Und da geht oft das Produkt vorbei. Da geht oft das Produkt dabei kaputt. Deswegen hat Natascha, sie ist ja auch Make-up-Artistin selber, sich das so ausgedacht, dass man die einfach rausnehmen kann, ohne dass es kaputt geht. Ich setze jetzt schon mal ganz, 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 ganz vorsichtig meinen unteren Augenbereich, dass das nicht so weiter creased. Das kann ja auch ruhig noch einen Moment antrocknen. Ich nehme dazu wirklich gerne das hier, Puder Beauty Puder. Ihr seht, nur ganz wenig. Das reicht im Prinzip schon, ne? Hier so ein bisschen, dass es da nicht creased. Und dann können wir das Ganze gleich noch baken. Wir kommen jetzt aber zu diesem Schätzchen hier. Und bei solchen Produkten empfiehlt sich meines Erachtens immer ein Pinsel sehr gut. Oder man kann auch mit einem Schwamm arbeiten. Ich benutze jetzt den von Letizia. Das ist der T3. Das ist ein synthetischer Pinsel. Der nimmt nicht so viel Produkt auf. Der ist also auch vegan. Und damit gehe ich jetzt hier einmal rein. Ich habe ja schon. Wow. Ich wollte gerade sagen, ich habe ja schon diese Blush-Palette von Natasha Denona. Und die Blushes sind extrem pigmentiert. Deswegen arbeite ich mir das Ganze jetzt hier einmal kurz in der Hand ein. Ja, das ist extrem, ne? Wir schauen mal. Wir fangen leicht an. Okay. Also ich glaube, ihr seht was. Das ist eher ein sehr intensives Pink. Krass. Das sieht in der Kamera komplett anders aus als hier in Real Life. Der Hintergrund lenkt natürlich auch so ein bisschen ab. Ist ja verrückt. Also im Spiegel sieht es richtig schön aus. Es sieht im Spiegel genauso aus, gerade wie in der Kamera. Das ist doch wirklich schon intensiv pink, aber du merkst nicht, dass du da noch gerade was raufgepackt hast. Also das ist von der Textur her, ich swatche ihn einmal, sehr, sehr cremig. Und das wird so ein bisschen pudrig, wenn man das ausblendet. Es sieht also auch recht matt aus, finde ich, auf der Haut, ne? Also das ist jetzt nicht so wie hier aus der Natasha Denona Blush Palette, wie so ein Cream Blush, der einen Glow mit drin hat. Also der hier beispielsweise, der ist wie feucht, der hat so ein bisschen Reflektion mit drin. Der hier ist jetzt wirklich soft. Sehr, sehr soft, sehr schön. Und den kann ich mir gut vorstellen im Sommer einfach auf die ungeschminkte Haut für so ein bisschen Farbe. Oder für diesen, ach, ich habe einen Sonnenbrand aus Versehen bekommen. Look, ohne dass wir in der Sonne waren. Because wir gehen nicht in die Sonne und wir benutzen Sonnenschutz 50 mindestens. Also die Farbe gefällt mir sehr, 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 sehr gut. Sie sieht super natürlich aus. Ich dachte tatsächlich, dass sie so ein bisschen glowiger ist. Vielleicht kriegen wir das Ganze aber mit dem Highlighter gleich hin. Ich swatche ihn euch jetzt auch schon mal. Das hat hier so ein wunderschönes Herzchen-Pressing drin. Und die Highlighter von Natasha sind immer recht krass. Also das ist, seht das? Das hat so eine Reflexion zwischen Rosa und Gold. Sehr schön, je nachdem, wie das Licht fällt. Aber wenn es so ein bisschen schräg ist, dann seht ihr, glaube ich, die Farbe davon. Deswegen würde ich solche Highlighter immer eher im vorderen Bereich, da wo der Blush ist, platzieren und nicht zu weit oben. Gehe jetzt nochmal ganz kurz so ein bisschen unter meinen Augen lang, dass es hier nicht weiter creased. Und das Produkt, also es ist schon noch Produkt im Gesicht, ne? Also das hält schon
auch Puder ein bisschen aus. Ich gehe dann wirklich persönlich immer sehr, sehr gerne mit diesem Ton hier rein. Also ihr seht, der ist auch schon gut benutzt. Das ist auch wie so ein Blushleiter, aber extrem schimmrig. Ich liebe es, wenn Blush so ein bisschen schimmernd ist. Also das ist einer meiner absoluten liebsten Blushpaletten. Die benutze ich jeden Tag im Alltag. Also der Blush ist so ein bisschen softer geworden. Wir gehen jetzt nochmal ganz leicht hier oben rüber, um die Farbe nochmal so ein bisschen zu intensivieren. Und selbst das geht, ne? Also ich kann über die leicht gepuderte Textur nochmal rübergehen, weil die Creme-Formulierung von der Natasha Denona Palette so ein bisschen trockener ist. Sieht dann aber wieder sehr frisch aus. Wir kommen zum Highlighter. Und dafür benutze ich jetzt hier einen Pinsel von BH. Und gehe hier rein. Ich lade den Pinsel mal gut auf. Es tut mir immer am Herzen weh, solche Pressings kaputt zu machen. Ne? Fokussiere mir den hier wirklich dahin, wo ich diesen Blush-Ton habe. Und ihr seht sofort, was ich meine. Ne? Wenn ich ein Stückchen weiter so gehe, habt ihr hier doch einen recht dunklen Streifen. Also ich würde fast sagen, wenn ihr hell seid, seid vorsichtig damit. Ich baue mir das Ganze nochmal so ein bisschen auf. Wir sind jetzt mal mutig, Freunde. Ihr wisst ja, ich liebe es, mit Highlighter über mein komplettes Gesicht zu gehen. Und ich nehme jetzt hier einen großen Blush-Brush. Gehe hier rein und setze mir das hier nochmal so ein bisschen auf die Stirn. Oh ja, das war eine sehr, sehr gute Idee. Ihr seht die Reflexion und dadurch, dass meine Foundation ja immer so ein bisschen leblos ist. Ich finde, Foundation nimmt immer so ein bisschen die Lebendigkeit aus der Hautfarbe raus. So ein Gesicht ist ja nicht komplett eine Farbe. Und wenn ihr dann mit so einem Highlighter, der so einen leichten, ganz, ganz leichten Rosé-Touch habt, hier rüber geht, über eure Stirn ein bisschen, eure Nase, dann gibt es nur so ein Müh-Rosa wieder zurück. Und das sieht so ein bisschen durchblutet aus. Also das mache ich immer sehr, sehr gerne. Ich konturiere jetzt noch mal ein bisschen. Jetzt, Freunde, Natasha Denona Palette. Ich habe schon einige von denen getestet. Auch die sind sehr, sehr gut. Ich finde den Preis dafür, es ist nicht mal ein Gramm, ne? Also das ist 0,8 Gramm pro Fännchen. Die Palette kostet 25 Euro, glaube ich, oder sogar noch mehr. Ich habe es euch hingeschrieben. Das ist schon satt, wenn man das runterrechnet. Auf der anderen Seite, auch die Formulierungen von Natasha Denona, sie sind sehr, sehr gut. Heißt nicht, dass man unbedingt dahin sollte, es sei denn, man ist einfach ein High-End-Liebhaber und man gibt dafür gerne Geld aus. Catrice hat diese Five-in-a-Box-Paletten rausgebracht. Die kennt ihr ja auch schon, die sind super, super gut. Die gibt es jetzt so in der Farbkombi nicht. Und ich bin auch ehrlich, als ich das PR-Foto gesehen habe, dachte ich mir so, Girl, was soll ich damit schminken? Jetzt sieht das Ganze aber anders aus. Also die Farben hier sind viel näher beieinander, als sie jetzt in der Kamera auch aussehen. Ich swatche euch einmal hier. Ich glaube, so könnt ihr das sehen. Also das eine ist natürlich ein sehr, sehr dunkles lila-braun und das andere ist wie so ein Fliederton. Extrem cremig und ihr seht, die sind von der Farbfamilie her gleich. Wenn ich die jetzt so ein bisschen hier in meiner Hand verblende miteinander, dann seht ihr, da kriegt man ein Blend-In mit. Wir sind gespannt. Ich bin gespannt, wie wir das jetzt machen. Ich mache die Augenbrauen und dann geht's los. Alright, wir fangen mit einem sehr großen, fluffigen Pinsel an. Das ist jetzt hier einer von BH, die Nummer 7. Und ihr wisst, 10% Rabatt bei BH Cosmetics. Super Pinsel für wenig Geld und mit 10% Code spart man auch ein bisschen was. Ihr seht, mein Lid ist frei, die Base sieht wirklich schön aus. Auch der Highlighter reflektiert sehr, sehr schön, auch an diesem Kunstlicht hier. Ne? Der größte Fail dieses Jahres an Highlightern, und das ist recht schwierig, war für mich persönlich der Anastasia Highlighter. Ich habe heute, wenn ich das Video drehe, eine Masterclass mit Anastasia Beverly Hills persönlich. Ihr habt es wahrscheinlich bei Instagram gesehen. Ich bin gespannt, wie sie das Produkt erklärt, ob sie sagt, dass es wirklich für dunklere Haut getargetet ist. Amazing. Go for it. I stand. Ich habe nur mit dem Namen auch mit was anderem gerechnet. Egal. Wir nehmen jetzt den Pinsel und wir gehen jetzt einfach mal hier in diese Farbe rein. Pinsel sieht gut voll aus. Das Ding bei diesen Natasha-Produkten ist, sie sind immer sehr pigmentiert und auch sehr feucht. Das heißt, man muss so ein bisschen vorsichtiger beim Arbeiten sein. Deswegen setze ich mir die Farbe jetzt erstmal nur hier außen hin und ihr seht sofort das Pigment. Und man darf mit denen, finde ich persönlich, nicht zu lange arbeiten, weil sie halt sehr, sehr feucht sind. Und wenn man sie dann hinsetzt, dann sind sie da. Also ihr müsst direkt gleich blenden, finde ich. Ich sage es halt nur dazu, falls jemand noch nie eine Natasha Denona Palette benutzt hat oder Lidschatten benutzt hat und ihr euch die dann kauft und dann kommt ihr zu Hause an und ihr probiert damit was zu schminken und dann seid ihr enttäuscht, dass es nicht vernünftig aussieht. Ich dachte, dass sie so ein bisschen heller ist, so ein bisschen pastelliger. Finde ich gut. Ich bin nicht so ein Fan von Pastellpaletten. Okay, die Farben sind extrem pigmentiert. Man kann sie mit ein bisschen Arbeit gut ausblenden. Ne? Also ich baue dann immer noch mal so ein bisschen auf. Ich nehme immer nur so ein klitzekleines bisschen
und blende das dann hier nach außen hin. Sehr, sehr schön. Ich nehme jetzt einen angeschrägten Pinsel und gehe in das dunkle, was ist das, ein Flieder, ein Braun. Das ist ein sehr, sehr dunkler Ton, extrem pigmentiert. Ich klopfe ab und setze mir den so schräg hier oben hin. So, seht ihr? Und jetzt habe ich hier wie so eine Linie und kann die in die Crease so reinbewegen. Und das gibt meinem Auge dann ein bisschen diese Mandelförmigkeit oder meinem Lid zumindest. Ich nehme wieder den helleren Pinsel und blende hier jetzt nochmal so ein bisschen aus, dass auch hier der Blend recht schön wird. Das geht dann immer gut, ne? Also man kann die Farben untereinander sehr, sehr gut verblenden. Ich habe nicht gedacht, dass mir die Farben so gut gefallen, ne? Weil sie ja doch recht kühl auf dem Auge auch sind, beziehungsweise auch in der Palette recht kühl wirken. Jetzt aber ausgeblendet, sieht das richtig schön aus. Also da bin ich so ein bisschen überrascht. Ich nehme jetzt einen flachen, synthetischen Pinsel und gehe als erstes in diesen Ton hier rein. Auch der fühlt sich sehr weich an. Ich finde, bei den Natasha-Schimmertönen muss man immer so ein bisschen vorsichtig sein. Die sehen schöner mit einem Finger aus. Oh, krass, das sieht im Fännchen ganz anders aus, ne? Das ist auch so Duochrome. So sehe ich das, wenn ich von vorne rauf gucke. Und so ist es aber eigentlich. Okay, krass. Also die Farbe sieht komplett anders im Licht aus als auf dem Auge. Im Licht, finde ich, sieht sie so ein bisschen bronzefarbener aus. Auf dem Auge eher so ein rosa. Also hier hat sie jetzt nicht so gut gehalten mit dem Pinsel. Deswegen nehme ich nochmal meinen Finger und baue mir die Farbe nochmal auf. Also bei so Schimmertönen bei Natasha Denona würde ich immer den Finger bevorzugen, weil sie halt auch sehr, sehr cremig sind. So ist krass. Das ist ganz verrückt, weil die Farbe, die untere Farbe, also die Grundfarbe der Farbe, hat exakt meine Hautfarbe. Das heißt, es sieht, wenn ich nachgucke, so aus, als hätte ich nur so einen Schimmertopper mit oben drauf. Ich nehme jetzt nochmal hier die flache Seite, gehe nochmal hier ins Helle und setze mir das hier vorne hin und ziehe mir damit wie so eine Cut Crease. Komm, wir gehen jetzt auch nochmal in die andere Farbe. Das ist auch so ein schöner Rotton. Den toppe ich da einfach noch mit drüber. Da haben wir wirklich alle Farben einmal benutzt. Ganz anders wieder auf dem Auge raus, als wie es in der Palette aussieht. Also manchmal sind diese Presse-PR-Bilder sehr irreführend. Freunde, ich habe gerade mal probiert, meinen unteren Wimpernkranz mit dem dunklen Ton zu machen. Ich finde, jetzt sieht es aus, als hätte ich mich geprügelt. Deswegen nehme ich nochmal den helleren Ton und blende mir den da so ein bisschen hin. Aber das sind halt exakt die Farben, als hätte ich mich geprügelt, oder? Okay, Sekunde. Ich mache mal kurz ein bisschen Kajal rein. Okay, ich habe die Lashes einmal aufgeklebt und ein bisschen Kajal auf die Wasserlinie gegeben. Jetzt sieht das Ganze richtig gut aus. Also zwischendurch dachte ich gerade, Girl, no. Ich sehe aus, als hätte ich mich geprügelt mit jemandem, mit dem ich mich nicht prügeln möchte. Es sieht schon sehr sexy aus, ne? Also vor allem auch durch diese extrem dunkle Farbe in der Crease und dann dieses schöne, schimmernde Helle auf dem beweglichen Lid und dann extreme Lashes dazu. Ist schon nice. Wir haben aber noch einen Lippenstift, Freunde. Und ich hatte noch nie einen Lippenstift von Natasha. Packaging sieht sehr, sehr schön aus. Passt gut zur Kollektion. Das ist die Farbe I Need a Nude Amorosa. Und das ist so ein, eher so ein bräunlicher Nude-Ton. Auch hier habe ich das Gefühl, dass es ziel-target-mäßig eher so mittlere bis dunkle Haut ist. Iconic, aber auch wenn ihr helle Haut habt, super. Ich trage mir meinen Lip Liner auf. Das sind jetzt die hier von Nabla. Ich liebe die Dinger. Die sind super. Das müsste ungefähr die Farbe sein. Und jetzt tragen wir den mal auf. Er riecht sehr, sehr gut. Er riecht so ein bisschen süßlich, so wie eigentlich jeder Lippenstift heute. Okay. Viel heller auf den Lippen als gedacht. Okay, der ist viel heller und viel kühler, als ich gedacht habe. In Kombination mit dem etwas brauneren Lip Liner, finde ich, sieht das ganz gut aus. Also er ist so ein bisschen, er hat so einen leichten Blautouch mit drin, ne? So ein bisschen leblos sieht er aus, so ein bisschen französisch Paris Fashion Week Vibes, von der Farbe her. In Kombination mit einem braunen Lip Liner, aber sehr schön. Kann ich mir auch gut als Topper vorstellen, wenn ihr einen dunklen Nude Lippenstift drauf habt und den dann nur so ins Zentrum toppt. Sehr schön. Ich bin nicht so ein großer Fan von Lippenstiften an sich für viel Geld. Aber das hält ja nicht, ne? Also wenn ich jetzt hier so mache, habe ich ja die Farbe hier an der Hand. Ansonsten, schöne Farbe. Okay, Friends, das ist einmal das fertige Ergebnis. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Ich liebe die Formulierungen, ich liebe die Texturen, ich liebe mein Portemonnaie gerade nicht so sehr. Es ist aber sehr, sehr schön, ne? Also das war eigentlich klar. Schöne Farben. Ich vermutlich würde euch empfehlen, die Produkte, die Lidschattenpaletten, zu kaufen, wenn ihr entweder heller als ich seid oder dunkler als ich. Ich finde, im mittleren Segment mit meiner Hautfarbe, meinem Unterton, sieht das Ganze schnell aus, als hätte man sich geprügelt.
Seid da sehr, sehr vorsichtig mit den Farben, vielleicht auch nur eine Farbe. Ich habe natürlich jetzt auch alle Farben auf mein Auge geknallt. Texturen sind toll. Ich liebe die Face-Palette. Generell diesen Blush, diesen Glow, diesen Highlighter. Iconic, I stand. Ich bin gespannt, was ihr zu den Produkten sagt. Falls es sie noch gibt, stehen sie selbstverständlich unten in der Infobox. Ich bedanke mich, dass ihr heute hier mit dabei wart. Und wir sehen uns beim neuen Video hier auf meinem Kanal. Passt auf euch auf!